Al-Imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, das hat er in seinem Buch Al-Fawaid aufgezählt. Eine ganz schöne Information. Er sagte, die Herkunft und Grundlage aller Sünden, groß oder klein, sind drei Dinge. Aus drei Wurzeln sprießen die Sünden. Er sagte Nummer 1, At-Ta'alluq bi ghayrillah. Das ist die erste Sache, dass dein Herz an andere als Allah Ta'ala hängt. Also eine Bindung, eine herzliche Bindung zwischen dir und jemand anderem als Allah Ta'ala. Das ist Hauptursache für die Sünden. Die zweite Hauptursache, das nennt er Al-Quwatul Ghadabiyya. Al-Quwatul Ghadabiyya. Die Triebe des Zornes. Die Triebe des Zornes, das ist Grund Nummer 2. Grund Nummer 3 für die Sünden, Al-Quwatul Shahwaniyya. Die Triebe der Neigungen und Lüste. Das ist der dritte Grund. Jede Sünde, die du dir vorstellen kannst, entspringt aus einem dieser drei oder aus einer gewissen Korrelation zwischen allen dreien oder zwei. Und daraufhin weist auch die Aussage Allah Ta'alas hin. Und da sehen wir auch dieses tiefe Verständnis aus dem Koran, was für Sachen man aus dem Koran, was die Ulama manchmal für Sachen rausnehmen aus dem Koran. Obwohl diesen Vers lesen vielleicht manche tausendmal, aber sie kommen nicht auf diesen Gedanken. Allah Ta'ala hat diese drei Ursachen in einem Vers nacheinander erwähnt, aufgereiht. Er sagt, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ. Und jene, die neben Allah keinen anderen Ilah aufrufen. Denn die allerhöchste Form der Bindung des Herzens an jemand anderen als Allah, die allerhöchste Form ist es, ihn zu vergöttern, ihn aufzurufen, ihn anzuflehen. Und es gibt Formen darunter. Also die Bindung des Herzens muss nicht immer der große Schirk sein. Kann auch der kleine Schirk sein, sahih. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ta'isa abdu dinari wa dirham. Zugrunde gehen wird oder soll der Diener des Dinar und des Dirham. Ist er Mushrik? Nein, hier ist eine Form, hier ist eine Bindung gemeint, die dem Schirk ähnelt. Ja, weil sie ihn von Allah Ta'ala abhängt. Ta'isa abdul al-Khamisa wal-Khamila nannte er danach. Das sind Kleidungsarten. Wie nennt man das? Also keine einfache Kleidung, sondern so edle Kleidung. Also jemand, der an edle Kleidung hängt und derartiges. Sein ganzes Leben dreht sich danach. Das ist eine Form der Ubudiyya. Also das ist die Eins. Allah Ta'ala sagt, und jene, die neben Allah keinen anderen Ilah aufrufen. Zweite Ursache, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Und die keine Seele töten, deren Mord Allah verboten hat. Und das allerhöchste Ausmaß des Triebes, der Aggressivität und der Wut ist Mord. Darüber geht es nicht mehr. Nummer 3, das dritte, وَلَا يَزْنُونَ. Und die keinen Zina begehen. Denn die allerhöchste Form der Praktizierung der Triebe der Lust und der Shahawat ist der Zina. Darüber gibt es nichts mehr. Also hat Allah Ta'ala diese drei hier zusammen an einer Stelle erwähnt. Er hat die höchsten Stufen und das höchste Ausmaß dieser Kräfte, ich nenne es mal Kräfte oder Ursachen genannt, um darauf hinzuweisen, dass andere ihnen untergeordnet sind. Deswegen sagte er in dem Buch Al-Fawaid dann später, nachdem er über dieses Thema geredet hat, er sagte, umso schwächer der Tawhid des Menschen ist, umso schwächer der Tawhid des Menschen ist, der Tawhid kann auch schwach und stark sein, sahih. Das ist nicht so, wie manche vorstellen, entweder hast du Tawhid oder du hast keinen Tawhid. Der Tawhid ist wie der Iman, kann stark sein, kann schwach sein, oder nicht? Ist so. Das Problem ist, wir stellen uns unter Tawhid eine einzige Masse vor. Also als ob der Tawhid etwas Einfaches wäre. Der Tawhid ist aber etwas Subtiles, etwas Komplexes. Also es besteht aus vielen, aus einer Vielfalt von Dingen. Und diese können manchmal da sein und können fehlen. Und demnach ist der Tawhid stärker oder schwächer. Er sagt, umso schwächer der Tawhid im Herzen des Dieners ist und umso stärker der Schirk, sei es auch der kleine Schirk,
umso mehr verfällt er diesen zwei anderen Sünden. Also den Sünden, die aus den Trieben der Aggression und der Wut hergehen und aus den Sünden, die mit den Shahawat zu tun haben. Und umso stärker der Tawhid des Menschen ist und umso mehr der Schirk in ihm abgeschwächt wird, umso ferner ist er von den Sünden, die mit den Aggressionen zu tun haben, mit den Shahawat zu tun haben. Nimm dir als Beispiel dafür die Aussage Allah Ta'ala: وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. Und genauso wenden wir von ihm das Übel ab. Übel ist gemeint die Bindung des Herzens mit anderen, wie zum Beispiel das Verlieben in eine Frau, also der Ishq. Das ist nicht nur eine normale Form der Liebe, sondern dass er erblindet in der Liebe zu ihr. Alles dreht sich nur noch um sie oder um andere Dinge. Wal-Fahsha, das sind die schamhaften Sünden, der Sinn und so weiter. Also wir wenden ihn vom Su und Fahsha ab. Warum? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Er ist von unseren auserwählten Dienern oder Mukhlasin, yani, den Dienern mit Ikhlas, den aufrichtigen Dienen, den Aufrichtigen in ihrer Ubudiyya, Dienerschaft zu Allah. Und daher verbindet Allah Ta'ala auch immer den Schirk und den Zulm. Schirk und Zulm werden oft zusammen erwähnt. Inna shirka la zulmun azim, wahrlich, der Schirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Und der Tawhid und die Gerechtigkeit werden zusammen erwähnt. Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. Hier wird die Shahada La ilaha illallah erwähnt und der Qist ist die Gerechtigkeit.